Thank you very much. And next speaker is Mr. Stadler for 1 minute. Herr Präsident, ich möchte zurückkommen auf diese Disput zwischen der Kollegin Hohlmeier und dem Kollegen Systra. Natürlich stimmt es, dass der Abbau der Grenzen auch im Interesse der Bürger ist. Aber es stimmt ebenso, dass es eben auch im Interesse der organisierten Kriminalität ist. Daher ist beides richtig. Und hier wäre ein riesiges Betätigungsfeld, Frau Kommissarin, wo die Europäische Union einmal zeigen könnte, dass dort, wo sie eine Kompetenz hat und wo ein Handeln notwendig ist, sie tatsächlich auch ein Handeln zustande bringt. Die enormen Schadenssummen, die der Kollege Iacolino schon erwähnt hat, auch das riesige menschliche Leid, das er geschildert hat, das brauche ich hier nicht wiederholen. Es steht auch zum Teil, die Zahlen sind ja auch hier alle nachlesbar, das ist alles aus dem Bericht erschließbar. Das alles bedeutet aber, dass hier die Europäische Union einmal beweisen könnte, dass sie tatsächlich in einem Feld, wo sie zuständig ist und wo sie auch tatsächlich handeln müsste, auch wirklich Handlung zustande bringt. Wenn man also Glaubwürdigkeit beim Bürger ernten will, dann ist das organisierte Verbrecherwesen in Europa ein reiches Betätigungsfeld. Und ich warne davor, wer gegen organisierte Kriminalität vorgehen will, dabei sich die Türkei ins Boot zu holen. Denn es ist wahr, dass ein erheblicher Teil etwa der organisierten Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland oder in Österreich türkische Banden sind. Und daher kann man mit der Türkei keine Beitrittsverhandlungen führen, solange man nicht die organisierte Kriminalität dort in den Griff bekommen hat. Thank you very much. And next speaker is Mr. Zriefka.